Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kanal Bens Fußball TV. In diesem Video wieder meine Tipps und Prognose zum diesmal 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich würde sagen, ich rede gar nicht so lange, wir legen los und ja, dann kommen wir zum ersten Tipp. Bevor der erste Tipp kommt, noch die Partien des 23. Bundesligaspieltag. Hier alle aufgelistet, links die Partien, rechts die Tabelle. Je nach meinen Tipps wird sich dann auch rechts die Tabelle verändern. So wie meine Tipps sind, wird sich dann auch die Tabelle verändern. Dass man dann sehen kann, beziehungsweise dass ihr dann sehen könnt, wie das Ganze aussehen würde, wenn alles mit meinen Tipps übereinstimmen würde. Kommen wir zur ersten Partie und das ist Mainz gegen Leverkusen. Mainz ist diese Bundesliga-Saison eigentlich so mittig, ja, so mittig halt mit dabei. Leverkusen diese Saison sehr weit oben, spielen ja in der Europa League, da sie ja letzte Saison, glaube ich, Platz 6 oder 5 waren. Ich weiß es jetzt ganz, nicht mehr ganz genau. Aber dies, ja, sieht es besser aus. Es sieht dieses Jahr nach der Champions League aus. Und die spielen auch wirklich dieses Jahr, diese Saison eine sehr gute Saison. Und darum denke ich auch, dass sie diese Partie des 23. Spieltag easy gewinnen werden mit einem 1 zu 3. Die nächste Partie ist Stuttgart gegen Bochum. Bochum hat ja zuletzt die Bayern mit einem 4 zu 2 geschlagen. Ob sie diesmal wieder so einen hohen Sieg sich ergattern werden, bezweifle ich. Aber ich denke trotzdem, dass sie gegen den bisher 17. Platzierten, damit meine ich den VfB Stuttgart, gewinnen werden mit einem 2 zu 3 für Bochum. Die nächste Partie ist Bielefeld gegen Union. Ich habe das Gefühl, Union ist wieder, hat auf jeden Fall nachgelassen, nachdem jetzt Kruse wieder den FC Union Berlin verlassen hat und zum VfL Wolfsburg gewechselt ist. Habe ich echt das Gefühl, dass Union jetzt irgendwie gerade nicht so eine tolle Phase hat. Sie müssen sich natürlich auch erstmal dran gewöhnen, dass Max Kruse jetzt nicht mehr das Top-Talent von Union Berlin nicht mehr dort spielen tut. Und so einen richtigen Ersatz haben sie natürlich nicht. Natürlich haben sie einen Vogelsammer, der auch wirklich gute Leistung hat. Aber ja, man kann ihn einfach nicht mit Max Kruse vergleichen. Aber ich denke trotzdem, dass sie jetzt endlich mal wieder nach zwei Spielen 3 Punkte holen. Und zwar aber nur knapp gegen Bielefeld mit einem 0 zu 1. Jetzt die Partie Wolfsburg gegen Hoffenheim. Seitdem Kruse bei Wolfsburg ist und die Wintertransferphase vorbei ist, habe ich auch das Gefühl, dass der VfL Wolfsburg wieder besser ist, als sie zuletzt in der Hinrunde geendet haben. Dafür, wie gesagt, der Union Berlin jetzt irgendwie nicht mehr so gut dabei, wie sie es mal waren in der Hinrunde. Aber ich denke, dass bei der Partie Wolfsburg gegen Hoffenheim ein Unentschieden rauskommen wird. Hoffenheim hat jetzt auch wieder ein bisschen nachgelassen, wenn man es mal mit der Hinrunde vergleicht. Aber es kann sich natürlich alles wieder ändern. Aber ich denke, das wird eine faire Partie und ein faires Unentschieden von einem 2 zu 2. Jetzt die Partie Gladbach gegen, nee, Entschuldigung, Fürth gegen Hertha. So, ich entschuldige mich, das Ganze war gerade irgendwie ein Fehler, hier ist irgendwas schief gelaufen. Aber jetzt die Partie Augsburg gegen Freiburg. Ich weiß jetzt nicht, warum schon die Partie da unter eingeblendet ist, aber ist jetzt egal, es gab einen kleinen Fehler jetzt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, war gerade echt ein kleiner Fehler. Aber jetzt die Partie Augsburg gegen Freiburg, bevor Köln gegen Frankfurt kommt. Also lasst euch jetzt nicht irritieren. Wir sind noch bei der Partie Augsburg gegen Freiburg. Augsburg, komischerweise Platz 16, obwohl man das Gefühl hat, dass sie das ein oder andere Mal ein Unentschieden spielen oder sogar gewinnen, so wie gegen den FCU. Aber ich denke, dass sie eine Niederlage kassieren werden gegen Freiburg, die auch die letzten Partien jetzt nicht so überragend gespielt haben. Aber ich denke, die werden das gewinnen mit einem knappen 1 zu 2. Wir bleiben gleich hier und zwar jetzt aber Köln gegen Frankfurt. Bei der Partie Köln gegen Frankfurt, denke ich, wird es eigentlich ganz, wie die meisten, denke ich mal, von euch vermuten, so ausgehen, dass Köln gewinnen wird. Köln diese Saison finde ich sehr gut dafür, dass es Köln ist. Und ich würde denen auch auf jeden Fall den Sieg gönnen. Also ich würde denen nichts anderes gönnen, außer den Sieg.
Und darum denke ich auch, dass sie siegen werden gegen Eintracht Frankfurt und zwar mit einem 2 zu 0. Jetzt die Partie Bayern gegen Fürth. Die Bayern jetzt gegen Salzburg fast eine Niederlage kassiert, gegen Bochum eine richtig peinliche Niederlage von einem 4 zu 2 kassiert. Ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder mit der Partie gegen Fürth. Auch wenn ich ganz ehrlich an meinem eigenen Tipp ein bisschen zweifle, denke ich trotzdem, dass sie wie in der Hinrunde 3 zu 1 gewinnen werden gegen Fürth, die jetzt besser spielen als in der Hinrunde. Ich bin mir da echt wirklich richtig unsicher mit diesem Tipp. Also, das ist wirklich einer der wenigen Tipps, wo ich mir wirklich nicht wirklich sicher bin. Eher halt unsicher. Natürlich tippe ich für Bayern, denn ich bin halt Bayern-Fan. Aber wirklich, ich zweifle tatsächlich ganz ehrlich ein bisschen an meinem Tipp, an meinem 3 zu 1. Und ich habe echt ganz ehrlich als Bayern-Fan Angst, dass wir wieder eine Niederlage kassieren. Und das wäre dann nämlich schon die fünfte Niederlage. Und alle Niederlagen waren jetzt nicht gegen die größten Vereins außer Bundesliga. Jetzt die Partie Dortmund gegen Gladbach. Ich gönne natürlich Dortmund überhaupt nicht den Sieg. Aber ich muss hier natürlich bei der Realität bleiben. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach euch einen Tipp sagen, den ich mir jetzt ausdenke. Zum Beispiel ein 4-1 für Gladbach. Aber ich denke trotzdem realistisch, auch wenn ich es Dortmund nicht gönne, dass Dortmund leider 4 zu 1 gegen Gladbach gewinnen wird. Die ja diese Saison wirklich nicht gut spielen. Ich finde es auch einfach schade für Jan Sommer. Eigentlich ist Jan Sommer ein sehr guter Torhüter. Das kann er aber bei Gladbach nicht so beweisen, wie er es in der EM bei der Schweiz tat. Vor allem gegen Frankreich. So, nun sind wir schon wieder bei der letzten Partie und die letzte Partie des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga ist die Partie Hertha BSC gegen Leipzig. Ich denke nicht, dass Leipzig wieder so hoch gewinnen wird, gewinnen wird wie in der Hinrunde, aber trotzdem denke ich, dass sie sehr, sehr gut mit einem guten Ergebnis gewinnen werden. Auswärts im Olympiastadion und zwar mit einem 1 zu 4. Ja, Hertha diese Saison auch wirklich schlecht. Wirklich schlecht, bin ich ganz ehrlich. Hertha ist diese Saison schlecht. Trotzdem denke ich, dass sie ein Törchen schießen werden, aber Leipzig 4. Das war's dann auch mit den Tipps für den 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bitte euch, meine Tipps zu akzeptieren. Ich möchte nochmal wiederholen, das sind meine Tipps und ich bitte halt einfach, dass die akzeptiert werden. Aber schreibt doch mal gern eure Tipps zum 23. Spieltag in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber bitte nehmt meine Tipps ernst und akzeptiert diese. So, links jetzt meine Tipps und rechts, wie die Tabelle dann aussehen würde, wenn meine Tipps so ungefähr übereinstimmen würden. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, dass ihr keins meiner Videos verpasst. Gebt dem Video doch gerne einen dicken Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal.